Nach einer Woche Campingurlaub am Gardasee mit schönen Erlebnissen in der Umgebung des größten Sees Italiens fahren wir nun in Richtung Süden, in die Toskana, an das Mittelmeer. Der Campingplatz International Camping Village Etruria in Marina di Castagneto Carducci, direkt am Mittelmeer. Ein schöner Campingplatz mit großen individuellen Parzellen, getrennt von Hecken und bewachsen mit großen, schattenspendenden, teilweise bizarren alten Pinien. Hier sieht man bei Sonnenschein sehr oft die kleinen, flinken Zauneidechsen. Am schönen Sandstrand haben wir uns sehr wohl gefühlt. Am Abend gab es für uns ab und zu einen Drink an der Bar und immer in angenehmer Unterhaltung mit Campern in einer entspannten Atmosphäre. Im Hintergrund die rauschenden Wellen mit einer frischen Brise salziger Meeresluft und vielen spektakulären Sonnenuntergängen. Die Dünen hier am Meer sind in ihrer Vegetation einmalig schön. Mit Pflanzen bewachsen, die man so nicht kennt. Die zauberhafte, von Natur umgebene Landschaft ist beeindruckend. Wir sind viel mit unseren Rädern unterwegs gewesen und haben dabei die schöne Flora der Toskana weit ab von den asphaltierten Straßen kennengelernt. Wild wachsende Mohnblumen, Kornblumen, Malven, Wegwarte, Distel, Luzerne, Rotklee, Weißklee und vieles andere mehr an Feldrändern und Wiesen.
Das erste Mal habe ich den Inkarnatklee gesehen, der nur im westlichen Mittelmeerraum und in Südeuropa zu Futterzwecken angebaut wird. Bei uns ist er allerdings im Smoothie gelandet, wie auch noch andere Wildblumen frisch gepflückt. Hier sieht man viele Olivenhaine mit unzähligen Olivenbäumen jeden Alters, jung gesetzt oder alt und bizarr verwachsen. Nicht umsonst spricht man vom größten Olivenanbaugebiet und Ölproduzent Toskana. Wir fahren vom Campingplatz mit den Rädern in den nahegelegenen Ort Castagneto Carducci. Am Fuße des Ortes geht es so circa 3 Kilometer immer den Berg hoch, denn der malerische Ort liegt auf einem 100 Meter hohen Hügel an der Küste mit Blick zum Meer und wurde wegen seiner Schönheit schon mehrfach ausgezeichnet. Oben auf dem immergrünen Berg, hinter alten Stadtmauern, liegt das mittelalterliche Dorf mit seinen engen und steilen Gassen. Handwerksgeschäfte, Weinshops und einfache Restaurants und Eisdielen säumen die kleine, kurze Geschäftsstraße. Es war für uns sehr relaxend, weil hier die Touristenströme einfach ausfallen. Seinen Namen verdankt der Ort dem Dichter Carducci, der von 1835 bis 1907 lebte und einen Teil seines Lebens in dem kleinen Örtchen verbrachte. Also findet man hier Poesie neben einer wunderschönen Naturlandschaft mit Olivenbäumen und Weinreben bewachsen. Am nächsten Tag nochmal eine Radtour. Die kleine Gemeinde Sassetta liegt in der Provinz Livorno in der Toskana, in einer Höhe von 330 Metern auf einem Felsen mit nur 500 Einwohnern. Schon die steile Anfahrt mit Blick in das weite grüne Land der Toskana, im Hintergrund das Meer, war eine Augenweide. Dann der erste Blick auf das malerische Dörfchen, ganz auf einem Felsen erbaut, erweckte in uns ein Aha-Erlebnis. Einst im Mittelalter galt Sassetta als Festung und auch heute noch sieht man Übrigbleibsel dieser Vergangenheit in dem kleinen Dörfchen. Und wenn man ein wenig Fantasie besitzt, fühlt man sich gerade ins Mittelalter zurückversetzt. Das ist überhaupt gar nicht schwer, denn die kleinen Gässchen mit den teils holprigen Kopfsteinpflaster, den eisenvergitterten, blumengeschmückten Fenstern, alten Holztüren und großen Steinblöcken an den teilweise unverputzten alten Bruchsteinhäusern gaukeln eine alte, vergangene Zeit vor, in der die Uhren angehalten werden und die Zeit still zu stehen scheint. Die Touristen blieben auch hier aus und man bewegte sich im Ort und im Straßencafé nur unter älteren Einheimischen und auch das machte das kleine Örtchen nochmal romantischer. So ganz wie im Dornröschenschlaf, traumhaft schön. Auf dem Rückweg kam dann, um bei den Gebrüdern Grimm zu bleiben, noch das Märchen Rapunzel dazu. Auf dem weiteren Rückweg ging dann noch ein Wunsch in Erfüllung. Olivenöl direkt vom Hof des Herstellers mit Tasting. Das Olivenöl der Familie Cerni ist ein reines Naturprodukt aus eigener Produktion. Die Rohstoffe für die Herstellung von extra nativem Olivenöl werden von 4000 jungen und alten Olivenbäumen zur Verfügung gestellt.
von Hand gepflückt und kalt extrahiert. Dadurch hat das Öl einen niedrigen Säuregehalt und ist reich an Polyphenolen, die wiederum den vollen charakteristischen Geschmack des Öls ergeben.